War never changes, aber Fallout changes. Deswegen schauen der Micha und ich uns jetzt die atommäßige Footage von Fallout 4 von der E3 an. Und das ist so viel, dass wir uns entschlossen haben, bei Gamewatch 2 Episoden draus zu machen. Oh yeah. Eine mit einem Ausblick auf das allgemeine Spiel und die Story und das ganze Szenario. Und dann nochmal eine extra Folge, wo wir das neue Crafting und das neue, sagt man dann, Häusle-Boy-System anschauen. Das heißt, wenn ihr das eine Video gesehen habt, könnt ihr direkt zum anderen springen. Wir fangen aber an mit dem Szenario und ach, ist das schön und hä? Ich dachte, in Fallout ist immer alles kaputt. Ja, es beginnt in der guten alten Zeit im Boston des Jahres 2077, also vor dem Atomkrieg, der ja dann die Fallout-Welt in die Endzeitwelt verwandelt, die wir kennen. Und das hier sind jetzt schon die Protagonisten, beziehungsweise einer von den Protagonisten. Genau, du hast hier dieses Ehepaar, kannst einen der beiden entwerfen. Sie sagen ja so schön, es gibt diese alten Schieberegler nicht mehr. Stattdessen bastelt man direkt am Gesicht und zieht sich das so zurecht, wie man es haben will. Man kann auch unten sehen, man kann unterschiedliche Gesichtspresets wählen dann später. Und man kann wählen, ob man hier den Mann oder die Frau spielt. Die sind ein Ehepaar, aber man spielt nur einen von beiden, was mit dem anderen ist. Man weiß es nicht. Ich habe persönlich ein bisschen Angst vor dem System, weil ich glaube, ich vertue mich dann da oft und denke, so wollte ich die Nase gar nicht. So ein bisschen wie Leute, die echt chirurgische, plastische Chirurgie an sich machen lassen, die machen einen Fehler, denken, sie könnten es nochmal durch eine andere OP retten, dann wird es nur immer schlimmer. Ich habe damals meinen Mass Effect Shepard verunstaltet, als ich in dem dritten Teil wieder neu bauen wollte. Ich kann dadurch alles durch. Ich bin hart im Nehmen inzwischen. Und da sieht man es, man kann Mann und Frau wechseln und jetzt, wenn es so ist, kann man die Frau entwerfen, dann würde man die Frau auch dann später im Spiel spielen. Jetzt fragt man sich natürlich, hey, Moment mal, das ist 2077, das Spiel selber spielt aber 2277. Wie kann man denn so lange überleben? Wir haben da eine Theorie, kommen wir gleich zu. Ja, es gibt mehrere Theorien, muss ja nichts heißen. Momentan ist noch nichts bestätigt, also offiziell sagt Bethesda ja nur, man geht in den Bunker und dann kommt man aus dem Bunker wieder raus. Aber genau, was dazwischen passiert ist, hier ist momentan noch alles beim Alten und der Mr. Handy des Hauses, Cotsworth. Das hört sich auf Deutsch irgendwie das komisch an. Ne? Ja, Cotsworth. Oh mein. Also ich würde niemanden bei mir zu Hause sauber machen lassen, der Cotsworth heißt. Ja. Man sieht hier, genau, Nuka-Cola und Salisbury Steaks wahrscheinlich und eine Milchflasche im Kühlschrank und hier Sugar Bombs auf dem Tisch. Klar, wer Fallout gespielt hat, kennt man alles, hat man alles schon gegessen und sich dabei mit Strahlung infiziert. Warum geht das hoch? Ja, genau. Radiation Sickness. Da kommt auch schon ein netter Angestellter der Firma Vault-Tec, der eben nochmal nachfragt, ob das alles so klappt mit der Buchung im Vault. Und der Held spricht. Ja. Der Held spricht. Also es gibt zum ersten Mal in der Fallout-Geschichte einen vertonten Helden. Irgendwie 13.000 Sätze haben sie eingesprochen. Wohl nur für den Mann. Die Frau muss ja dann auch noch sprechen können. Also zwei verschiedene Stimmen. Und das Dialogsystem erinnert mich ein bisschen an Mass Effect, weil man da nur Stichworte wählt. Du hast halt vier Stichworte vorgegeben, eines davon wählst du und der Held formuliert dann den Satz aus. Und es ist vor allem endlich mal so eine cinematische Kamera, so richtig schöne Dialog, sag mal Kameraeinstellungen. Mich hat das in Fallout immer genervt, dass die einen immer so anstarren und dass sie so selten blinzeln. Ich glaube gar nicht blinzeln, immer so dieses, na, hallo, ja. Wir haben es gerade gesehen, am Anfang legt man dann seine Special-Attribute fest. Ist wieder zurück. Ja. Genau, das wäre ja auch kein Fallout ohne. Und man kann auch sehen, bei dem Punkt Endurance, wenn du es so genau hinspulen kannst jetzt, gibt es eine neue Funktion, nämlich das Sprinten. Man kann rennen, konnte man vorher schon, aber jetzt gibt es eine spezielle Funktion, die Aktionspunkte kostet. Also wenn du dann zu viel rumgesprintet bist, kannst du im WATS, also in diesem Kampfsystem, sehen wir gleich noch, nicht sofort wieder weiterballern, weil du Aktionspunkte verloren hast. Bin gespannt, wie das dann von der Tastenbelegung her ist, weil ich weiß noch, ich spiele gerade irgendwie eine Fallout 3 und das intuitive Sprinten ist immer Stick reindrücken und dann geht man Fallout 3 in die Hocke und schleicht. Wie das umgestellt haben. Auf dem PC war es die Shift-Taste, da bist du aber langsam gelaufen und nicht schnell. Also mal schauen, müssen ein bisschen was ändern. Was mich interessieren würde, ist, ob man da auch gleich Skills und Perks festlegt oder ob das woanders passiert, vielleicht später im Bunker, weil das sieht man jetzt hier nicht. Genau, man sieht hier immer zwischendrin immer wieder Schnitte, also das ist halt ein gerafftes Intro, kann gut sein, dass das hier auch noch vorher passiert. Ja. Und jetzt gibt's Ärger an der Heimatfront. Denn erstmal sagt der Roboter den Namen des Hauptcharakters, weil sie sagen ja, sie haben 1000 Namen aufgenommen, die üblichen Namen, damit der Roboter das sagen kann. Hier Howard. Ja. Ob das jetzt an Todd Howard liegt, weiß man nicht. Ich bin mal gespannt, ob er gräulich sagen kann. Vor allem, sie sagen, der Roboter sagt 1000 Sachen, aber sagt dann nur der Roboter diesen Namen? Oder haben sie dann wirklich allen Sprechern im Spiel diese Namen sagen lassen? Das wäre natürlich vielleicht der Hammer. Vielleicht haben sie ja wieder geknausert und haben dann nur wieder 6 Sprecher genommen für alle Bewohner. Genau. Und dann müssen sie da nicht so viel. Und nur für die Namen. Ja. Hallo, Howard.
Hier die Rapcon-Raketen, kennt man auch aus Fallout New Vegas. Na gut, sind ganz normale Raketen. Jetzt kommen die anderen Raketen. Was? Es gibt einen Atomkrieg? Das hat mir vorher keiner gesagt. Ja, schnell weg, würde ich sagen. Da sieht man die Flucht zum Bunker, die Frau mit dem Baby. Je nachdem, wen man spielt, würde dann der Mann mit dem Baby da mitrennen. Was dann mit denen passiert, weiß man nicht. Es könnte schon sein, dass einer der zentralen Storypunkte, der Vertibird, genau, einer der zentralen Storypunkte dann später ist, dass man Frau und Kind eben sucht oder Mann und Kind, wenn man dann... Du hattest gesagt, dass das mit dem Vertibird so gar nicht sein kann im Vorgespräch, weil die wohl nur prototypenweise vor dem Krieg überhaupt so... Also da gibt es ein bisschen so Timeline-Schwierigkeiten, weil ich hatte es gelesen, zumindest in einem Artikel, dass die Vertibirds erst später dann vollständig eingesetzt wurden, dass es eigentlich vor dem Krieg nur ganz wenige Prototypen war, die unter anderem von der Regierung eingesetzt wurden und dass dann später... Man muss ja, glaube ich, auch in einem der früheren Fallouts die Blaupausen finden für die Dinger und gibt die dann der Brotherhood of Steel, die daraufhin eigene Vertibirds bauen kann. Aber vorher waren die wohl relativ selten. Aber kann ja gut sein, dass hier jemand Wichtiges mit in den Bunker kommt und deswegen das gut Ding möglich. Ist. Ja. Ja, sie kommen zwar im Bunker an, aber das ist eine wichtige Szene. Explosion und die Druckwelle erfasst die hier alle. Und ich finde das deswegen interessant, weil die von Bethesda ja gesagt haben, du bist der letzte Überlebende und steigst in diesen Bunker, aber ich bin jetzt kein Experte für von einer Atombombe erfasst werden, aber das sieht nicht gesund aus, wenn so eine Druckwelle auf einen zukommt. Nee, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir im Vorgespräch eine Theorie erarbeitet. So. Wenn ihr die nicht hören wollt, dann haltet euch jetzt kurz die Ohren zu. Ich mach dieses Symbol hier, solange ich die Ohren zuhalten sollt. Das Spoiler-Symbol. Also, was wir uns gedacht hätten, ist, dass möglicherweise rauskommt, dass die Hauptfigur, die man spielt, 200 Jahre später, gar nicht die eigentliche Person ist, die hier vor dem Atomkrieg war, sondern nur eine Art Android, der man die Erinnerungen und die Gefühle oder so eingepflanzt hat von dieser lebenden Person und sie eigentlich hier in dem Nuclear Blast gestorben ist. Genau. So, das ist soweit zur Theorie, ne? Wir erklären nachher noch in einigen anderen Sätzen, warum die Theorie sinnvoll ist. Offiziell sagen sie jetzt eben nicht, dass Todd Howard sagt, hier, er möchte jetzt noch nicht verraten, was dazwischen passiert ist, nur so viel, dass man eben jetzt aus dem Bunker rauskommt. 200 Jahre später. Und auch diese Bunkertür ist anders. Also in den bisherigen Fallouts waren das ja Türen und jetzt ist ja so eine Luke. So ein Aufzug oder sowas wahrscheinlich, der dich dann da in den Boden reinfährt. Hier sieht man es auch, da geht es nach oben und dann... Okay, er war lange im Bunker, das Licht blendet ihn, wie auch immer er 200 Jahre überlebt hat. Wir haben es gerade gesagt, wie es vielleicht sein könnte. Und jetzt ist man wieder im Ödland, die Ruinen von Boston und dieser Teil der Fallout-Welt, denn von dem hat man schon vorher gehört, das ist der sogenannte Commonwealth. Das ist früher, das Bundesland heißt ja Commonwealth of Massachusetts, jetzt ist es nur noch der Commonwealth. Und der wird beherrscht von einer ganz bestimmten Fraktion, nämlich dem Institut, das hervorgegangen ist aus dem MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, das es auch in echt gibt, und die sich mit Hochtechnologieforschung beschäftigen, vor allem mit der Entwicklung künstlicher Lebensformen. Solcher Synths heißen die, synthetische Menschen, Androiden. Und das wird wohl auch eine wichtige Rolle in Fallout 4 spielen, denn diese synthetischen Viecher, die entstanden irgendwie durch streng geheime KI-Forschung, ein paar von denen sind intelligent und selbstständig geworden und dann abgehauen. Und dann gibt es eine Behörde, die jagt und eine Untergrundorganisation, die Railroad, die beschützen will und denen die Freiheit schenken will. Und ich glaube, dieser Konflikt wird ziemlich zentral sein in Fallout 4. Gab es auch in Fallout 3 schon als eine Quest mit dem entlaufenden Androiden. Da kommt man schon mit denen in Kontakt, aber hier wird es dann wohl die Hauptsache einnehmen. Man sieht sie später auch nochmal kurz. Ja, und jetzt kommt er hier wieder zurück bei sich zu Hause und Cotsworth hat überlebt. Gott sei Dank. Ja, er freut sich auch, dass man wieder da ist. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Spiel mit den zwei Zeitebenen, also vor und nach dem Krieg, dass das öfter im Spiel passiert, dass man vielleicht in Rückblenden sich an schöne Tage der Familie erinnert und dann möglicherweise in der Gegenwart Gegenstände, die man da irgendwo abgelegt hat, versuchen muss, nochmal zu bergen, dass die 100 Jahre später immer noch da sind. Vielleicht erfährt man ja auch, was vorher war, also vor der Szene, die man ganz am Anfang gespielt hat, weil vielleicht sind ja noch andere Sachen passiert, die erklären würden, warum er jetzt noch lebt, zum Beispiel. Was ich ganz interessant finde noch bei Cotsworth ist, ob man ihn als Begleiter mitnehmen kann später, weil wenn ich schon irgendein Viech habe, das meinen Namen sprechen kann, dann reicht es ja eigentlich nicht, wenn der nur kurz im Prolog vorkommt und dann irgendwie hier nochmal in einem Dialog. Ja. Der müsste schon eine größere Rolle spielen, finde ich. Also wer weiß, vielleicht trifft man den später nochmal oder kann ihn irgendwie ins selbstgebaute Haus stellen. Zum Beispiel. Dann macht er da sauber. Also man kann hier jetzt wohl in Dialogen frei zwischen First und Third Person wählen und was Todd Howard auch erwähnt hat, ist, man kann hier einfach auch weggehen. Also er hat zwar hier den Dialog zu Ende spielen lassen, man kann aber auch mal weggehen und er sagt, man kann ihm auch ins Gesicht schießen. Das ist bestimmt ein Perk oder ein Skill oder sowas, wenn du irgendwie Waffen 50 hast, kannst du ins Gesicht schießen wählen in jeder Stelle des Dialogs.
Zur Technik haben wir, glaube ich, noch gar nichts gesagt. Das ist die Creation Engine, also wieder die aus Skyrim. Aber ich finde, sie ist nur schwer wiederzuerkennen. Sie sieht ziemlich gut aus. Es sieht echt ganz gut aus. Die Beleuchtung ist dynamisch, kann man auch sehen. Sieht viel detaillierter aus als in Skyrim. Sie haben ein dynamisches Physiksystem drin, sagen sie. Die Animationen sind wesentlich besser, so Gesichtsanimationen oder wie der Hund auch teilweise animiert ist, Wahnsinn. Es gibt wieder den Hund übrigens. Ja. Ich glaube, es gibt auch jetzt schon, jetzt sitzen schon bei Nvidia die Leute, die schreiben schon die Bauchbinden für Only Possible with Nvidia Hairworks. Ja, genau, und dann natürlich. Flaufelt der Hund durch die Gegend. Da hast du dann so einen Hund mit längerem Fell einfach irgendwie so, keine Ahnung. Den kann man jetzt wieder rumkommandieren. So wie bei Skyrim habe ich bei Skyrim schon nie gemacht, was nie funktioniert hat. Da hat es nicht funktioniert. Bin mal gespannt, ob es jetzt geht. Weil du hast ja diesen kontextsensitiven Cursor, kannst irgendwas anwählen und sagen, Hund, bring's mir. Ja. In Fallout 3 war es ja noch so, hattest du ihn ja auch. Da konntest du nur allgemein sagen, bring mir Munition, Essen oder noch ein paar andere Sachen. Dann ist er halt weggerannt und kam hoffentlich wieder, ist aber vielleicht auch einfach gestorben. Bei mir, wenn ich ihm gesagt habe, bring mir Essen, dann kam der immer wieder mit Whisky. Und ich frage, was hat denn der für einen Vorbesitzer gehabt? Komisch, der kennt dich. So, jetzt wird gekämpft und das ist schon neu. Die Mole Rat kommt aus dem Boden. Jo, genau. Gab's vorher so auch nicht. Da standen die Viecher halt einfach in der Gegend rum. Hier sehen wir, das VATS ist wieder da. Das Vault Tech Assisted. Es ist nicht irgendwas mit Advanced Targeting System oder so? Vault-Tech, Advanced. Ja, ja, das VATS halt da, wo man in Zeitlupe schießen kann. Ich krieg das nie wieder zusammen. Die Zeitlupe ist ein bisschen schneller oder ein bisschen weniger langsam als sonst. Ich dachte, in Fallout 3 wäre das noch viel näher an einem Standbild dran, als es jetzt ist. Hier wirkt es ja fast schon so Matrix-mäßig. Ja, mir kommt es ähnlich schnell vor, als es in Fallout 3 und New Vegas auch war. Aber man sieht ja, klar, die Zeit läuft weiter. Und was da noch interessant ist, wenn du nochmal zurückmachen kannst, ist dieser Balken am unteren Bildrand. Crit, der, ich gehe nochmal ein bisschen weiter zurück. Genau, dieser Crit-Balken, der sich wohl füllt irgendwie durch bestimmte Aktionen. Wir haben schon die Hypothese, dass es ist, wenn man einfach so schießt, ohne VATS aktiviert zu haben. Vielleicht ist es auch irgendwie, wenn man besonders schöne Treffer landet, weiß ich nicht. Und wenn der voll ist, kann man wohl bewusst einen kritischen Treffer auslösen. Das unten jetzt hier diese Einblendung Execute Critical. Genau. Das macht er jetzt auch hin, dann kommt diese Einblendung mit dem Pistolero und dann verdaut's. Physiksystem, da haben wir es in Aktion. Bisschen blutig ist es auch, aber da sehen wir nachher noch ganz, ganz andere Sachen. Gleich wird sich das Video auch wieder erholen. So, jetzt. Und diese Crit-Chance lässt sich bestimmt wieder steigern mit irgendwelchen Skills und Perks und sowas, wie man es halt vorher kennt. Nicht, dass die Perks rausnehmen, das wäre ja noch schöner. Ja, da sieht man hier noch einen Ausblick, was es alles an Landschaften gibt. Sumpf! Diesen Sumpf, das erinnert irgendwie total an das Point-Lookout für Fallout 3, wo es auch schon diese Hillbillies und das ganze Sumpfzeug gibt. Abgeschürzte Flugzeuge. Finde ich von der Farbstimmung sehr wie den letzten DLC zu New Vegas. Wie hieß denn der mit dem, wo man in diesem Tal unterwegs ist? Lonesome Road? Ja, genau. Da ein Steinbruch. Da unten, das ist das, wo sie Batman in dem Film eingesperrt haben. Ach, das ist das. Da hochklettern. Ah ja, okay, genau, cool. Das ist so ein Crossover zwischen den Spielen. Das ist wieder der Sumpf. Cool. Da ein Feral Ghoul haben wir gesehen wahrscheinlich, oder ein Ghoul zumindest. Ja. Ah, hier sehen wir dynamische Wettereffekte. Das gab es früher so nicht, nur als Mod für Fallout 3 und New Vegas. Jetzt kann das Wetter auch mal wechseln, vielleicht sogar noch fließender. Ups, Entschuldigung. So, hier nochmal das Wetter. Regen. Eisenbahn. Alles putt. Ich glaube, das ist so mehr so eine Endzeitwelt, in der man da unterwegs ist. Ich will es nicht beschreien, aber vielleicht ist da eher sehr viel kaputt. Nicht, dass du was kaputt machst hier noch. Das hat was Beyond Thunderdome-mäßiges. Ja, das hat auch viel Mad Max-mäßiges. Ja. Man sieht andere Überlebende, auch mit einem Mr. Handy, der da rumschwebt im Hintergrund. Moment, ich gehe nochmal zurück. Da sieht man die Silhouette. Da oben, ja, genau. Also ein paar Roboter haben es auch überstanden, aber das ist ja normal. Und hier sehen wir eben das hier ist Boston. Ich finde, was auffällig ist, dass die ganzen Levels viel vertikaler sind. Also in den bisherigen Fallout-Spielen, einfach durch technische Limitierungen, war das alles irgendwie eben. Mhm. Also auch Großstädte wirken nicht so, du konntest nur die seltensten Gebäude wirklich in die Höhe erklimmen. Mhm. Und das wirkt hier auf jeden Fall anders. Hier auch, gerade wenn man es hier sieht, die ganzen Stockwerke, Ruinen, Oder auch das, diese komischen Metallbauten, an denen man da vorbeikommt. Sind das Supermutanten? Das sind Supermutanten. Nee, das sind, die sehen Supermutanten. Hier Fenway Park wahrscheinlich, das Baseballstadion von Boston. Das ist glaube ich, schon das zweite Mal, dass das in einem Spiel auftaucht. Ist in Call of Duty, wird das auch weggesprengt. Ach, ist das Boston? Ah, hier haben wir gerade gesehen, dass der Regierungssitz von Massachusetts mit dieser goldenen Kuppel, das State House, State Capitol, irgendwie sowas. Ich glaube, in Call of Duty Ghost ist das drin. Das ist genau das Gleiche, ist einfach nachgemacht. Genau dasselbe,
Ja, und dann endet jetzt hier an dieser Stelle dieser erste Trailer. Wir spule ich noch mal kurz nach vorne, aber es gibt noch einen so einen schnell geschnittenen, lustigen Impressionen-Trailer. Und währenddessen kannst du die Menschen versuchen abzulenken, dass sie nicht merken, dass ich hier dilettantisch durch das Video spule. Ich spoilere einfach noch ein paar Sachen. Nee, ich finde es wirklich, das Szenario finde ich ausgesprochen spannend, eben gerade wegen diesem Institut mit diesen synthetischen Menschen und dieser Untergrundorganisation, die diese Androiden befreien will, weil mich erinnert das voll an Blade Runner. Ja. Und Blade Runner finde ich ist ein fantastischer Film nach wie vor oder auch ein großartiges Buch gewesen damals. Und die Möglichkeiten alleine, die sich daraus ergeben. Naja, hat seinen, seinen Charakter Deckard nennen und sich dort kaputt genau. So. Ja, das ist hier der Trailer mit Modenschau mit dem Hund. Also man kann wieder die unterschiedlichsten Rüstungstypen anziehen. Auch unter Rüstung so versteht. Das hier ist mein Favorit, der Hut, der Bärenhut ohne Seite. Ja. Und die Minigun, die kennen wir ja auch schon. Das ist hier irgendwie eine neue Art von Do-it-yourself-Waffe. Sieht irgendwie aus wie was, mit dem man Sachen pürieren kann. Ja, genau. So eine Mischung aus Handmixer und Laser. Ja. Dann ist wieder wird gegen Raider gemetzelt. Also der Gewaltgrad ist in keinster Weise irgendwie weniger geworden. Das man sieht hier, Gliedmaßen abschießen kann man wieder. Dann ein Jaguar, also diese mutierten Bären. Mhm. Ein Sentrybot, ja. Heißt hier aber Siegebreaker Sentrybot. Wahrscheinlich, weil er noch fieser bewaffnet ist, als die Viecher eh schon sind. Dann ist hier wieder, also gut zu sehen, du hast natürlich wieder die Möglichkeit, das alles in Echtzeit auch zu machen. Also komplett ohne Wärts zu schießen, wenn du da Bock drauf hast. Und man kann hier unten auch Hold Breath, also beim Schießen die Luft anhalten. Das ging früher nicht. Ja. Das ist neu. Leute fallen runter mit lustigen Physikspielereien. Ein Mutanten-Behemoth von den Super Mutants. Mhm. Kommt es mir nur mir so vor, da waren die früher größer. Ich weiß es nicht, vielleicht war man selber auch früher einfach kleiner. Vielleicht waren wir jünger. Nee, aber mir kommt es auch so, also der Behemoth kommt mir jetzt auch nicht so hyperriesig vor, weil es gab ja früher schon diese Overlords und die größeren Mutanten, die waren ja ähnlich. Mal gucken. Das ist eine Queen von Myalurks. Mhm. Das ist die Myalurks gab es auch schon, die Queen gab es auch schon, oder? Ob es eine Queen gab, weiß ich nicht. Ja, aber Myalurks gab es ja. Blöde Raiders. Und das ist hier ein Synth. Genau, ein Androide, der dich angreift. Also man sieht, sie spielen eine Rolle. Sie kommen auch als Gegner vor. Mal gucken. Da, neue Animation. Der Hund reißt einen Ghoul wahrscheinlich um und knabbert ihm ein bisschen am Bein. Hier macht er gerade wieder diesen Crit-Dings an. Du siehst unten an dem Symbol und dann macht er Fatman. Als ob man mit dem Fatman einen Crit bräuchte. Was ist denn ein Fatman-Crit? Dann löst sie sofort alles auf. Naja, Mini-Atomraketen verschießen, Atombomben. Immer super. Hier sehen wir rechts oben dieses nette, humpelnde Pip-Boy-Männchen. Ich finde das nett, dass es auch animiert, wenn man sich das... Ja! Wahrscheinlich, wenn man halt selber irgendwie eine Gliedmaße gedamaged, wie sagt man, beschädigt hat, irgendwie gelähmt ist oder so, dann kommt da so ein nettes Männchen. Da ist der Gegner beschädigt. Das sind alle Supermutanten, Granaten, Warnungen gibt's wieder. Sieht ein bisschen deutlicher so aus. Aber was in der Szene ein bisschen komisch ist, ist, dass man sich in der Szene vorher, dass man sich da nach unten bewegt, weil man steht hier auf so einem komischen Fahrstuhl. Bin mal gespannt, was das dann ist. Mhm. Oder steht man irgendwie auf einem Luftschiff oder... Schwebt da vielleicht dran entlang. Wer ist da, der da irgendwie kooperativ oder zumindest nicht auf den Spieler schießend neben ihm steht? Genau. Ja. Also man arbeitet natürlich wahrscheinlich wieder mit unterschiedlichen Fraktionen zusammen, wird das auch wieder wählen können, mit wem man da hilft. Aber mal gucken. Das finde ich super cool. Das macht die Red Scorpions, die ich eh nicht mochte, noch ätzender, nämlich, dass sie so aus dem Boden kommen können. Echt, ey. Hier haben wir wieder einen Synth, also wieder einen Androiden, der da im Wald rumballert. Mit einem Laser, einer Laserpistole wahrscheinlich. Ja, ich nehme es stark an. Mhm. Gleich geht's weiter. So. Jetzt, Iron Man, da haben wir's. Die Power Armor. Ist jetzt realistisch dargestellt endlich mal. Mhm. Man steigt von hinten ein und hat dann wirklich auch ein anderes Interface, kann diese fetten Waffen tragen, statt halt nur irgendeine Rüstung. Es ist wie so eine Art Fahrzeug fast. Genau. Und das merkt man auch, man sollte das anhaben, wenn man gegen Deathclaws kämpft, weil sonst das. Sayonara. Sterbeanimationen, auch neu halt spezielle, wie die Deathclaw dich hochhebt und dann ausweidet. Das erinnert total an diese Arena in New Vegas mit, und sie sieht auch ein bisschen aus wie Red Lucy, wie hieß denn das? The Thorn? The Dawn, ja. The Thorn. Also das wird es also auch wieder geben, Schaukämpfe. Das gehört auch irgendwie in der Endzeit einfach dazu, dass so Gladiatorenkämpfe. So Protectron. Da sind jetzt verrückte Ghouls oder so Feral Ghouls. Man hat aber noch gar keine, also noch bei Sinnen seiende Ghouls gesehen, die es ja auch gab. Die Explosionen sehen noch ein bisschen cooler aus, finde ich. Ich mochte die schon in den dritten und New Vegas total gern, aber das sieht dann nochmal besser aus. Der Bloodbug, auch ein neuer Gegnertyp. Moment, nochmal herspulen. Na, wo saugt er? Da saugt er. Nette Animation auch. Ist das einer von diesen Hammern, wo so ein Granatending dran ist? So ein Sprengding. Ja. Kann, wenn man den Effekt so anschaut, kann es sein. Das
ist bizarr. Ja, so eine Markiergranate werfen, dann kommt ein Vertibird, man kann einsteigen und sich an die Gatling-Knarre stellen. Und dann vorher haben wir gelernt, dass die total selten sind. Warum hat der sowas? Na, jetzt sind sie nicht mehr. Jetzt kann ja die Brotherhood of Steel welche bauen. Ich meine, werden immer noch selten sein. Ja. Aber mit wem muss man zusammenarbeiten, um das zu machen? Und ist das eine Szene, die man immer haben kann, also wenn man diese Granaten hat? Oder ist es eine spezielle Mission, wo das geht? Wäre natürlich auch cool. Aber wenn das immer ginge, dass man dann sagt, hey, flieg mich doch mal darüber in den anderen Vorort von Boston und übrigens, ich stehe an der Gatling an. Ja. Wäre schon eine nette Sache, so als Schnellreise-Idee. So, dann kommt jetzt eine meiner Lieblingswaffen aus Fallout 3 zurück, heißt aber jetzt anders, nämlich der gute alte Rocket Launcher, mit dem man halt Schrott durch die Gegend schmeißen kann. Das heißt jetzt aber irgendwie... Der Junk Jet. Der Junk Jet, genau. Ja. Es ist das gleiche Prinzip, man kann halt einfach Schrott damit abschießen. Ja. Und wie man hier sieht, man kämpft gegen die Brotherhood of Steel. Ja? Mhm. Die treten als Gegner auf im Spiel, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Und man kann einzelne Rüstungsteile abschießen. Hier sieht man auch, man hat ihn an der Schulter getroffen und da fallen die Rüstungsteile ab. Und auch bei sich selber kann man ja Rüstungsteile auf den eigenen Anzug schnallen, also auf den Vault-Tec-Jumpsuit, den man da anhat, um besser geschützt zu sein. Also es gibt jetzt so ein Rüstungssystem mit mehreren Lagen zum ersten Mal. Da sieht man es nochmal. Wäre auch interessant, ob jeder Feind der Brotherhood of Steel ist oder ob der Spieler das entscheiden kann, ob er gegen die kämpft. Ja, das stimmt. Das wäre auch mal spannend. Hier sehen wir nochmal den Power Armor und diesmal sogar in der Third Person mit geilem Jetpack. Ja, super. Super cool. Ich meine, hier sehen wir ein abstürzendes Luftschiff. Wohl der Brotherhood of Steel. Man kann ganz leicht ein Logo erkennen, wenn man sich das Bild für Bild anguckt, wie ich es vorher gemacht habe. Da sieht man es auch. Die Prytwen, oder Prytwen. Ja. Das war übrigens der Name des Schiffs von König Artus in der walisischen Sage, habe ich mir sagen lassen von Google. Du warst ein Streber. Ja, aber ich wissen wollte, wo der Name herkommt. Ist ja jetzt auch nicht so alltäglich. Hier wieder gegen die Brotherhood. Das ist irgendwie schon so ein Motto, der Brotherhood die Flugzeuge abschießen. Ja. Ja. Und man sieht, es gibt jetzt weniger Vertibirds. Ja. Und hier das kracht's. Ist komisch. Hier kracht's, ja, Atom- oder sonstige Explosion. Lass mal kurz die sieht das nicht aus wie eine Atomexplosion. Ja, weiß ich nicht. Könnte was anderes sein. Aber wir wissen nicht genau, was ist das? Weil es sieht nicht so aus, als wäre es wirklich eine Explosion, die man von so einem erhöhten Turm aus beobachtet. Es sieht für mich eher aus wie ein Monitor. Ja. Und damit endet dieser Monster-Trailer. Jetzt dachte ich dir schon, jetzt haben die aber garantiert alles zu Fallout gesagt. No way, wir haben noch ein zweites Video, weil es gibt noch Crafting und Housing und Housebuilding und Bustling und so. Schalten Sie also wieder ein zum zweiten Atom-Game-Watch zu Fallout. Bis dann. Ciao. Ciao.